zum Geier bin. Da ist Loot. Also hier kommt man normalerweise gar nicht hin. Das ist ein Secret. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein ganz regulärer Weg, der hier hingeführt hätte. Ich brauche mehr Prismasteine. Weil ich habe das Gefühl, dass der Weg jetzt nicht gerade ist. Doch, ist er soweit. Okay. Den Weg zurück werden wir finden. Da sind ganz viele bunte Steine. Lalalala. Wir gehen immer höher. Ich glaube, wir kommen dann nicht wieder hier rauf. Na! Lalala. Lalala. Wir laufen jetzt keinem Loot mehr hinterher. Wir gehen zum Knubbel. Gehen vom Knubbel aus den langen Weg lang. Und merken uns nur, dass in der Zukunft, wenn wir total drauf stehen, zigtausend Mal tot zu fallen, dass wir da dann noch ein Loot-Dingens abholen können. Was auch immer das ist. Wenn es kein überschwertes Übertollen ist, dann ist mir das total Wayne. Das ist bestimmt nur wieder irgendeine Heldenseele oder so. Brauche ich nicht. Beziehungsweise klar, kann man gebrauchen, aber nicht zu diesem Preis. Halbe Stunde da, ich mal einen Fallschaden bekommen. Ja, ja, haut mich doch, ist egal, ich bin schneller. Also, darum. Hüpf. Ja, wir wollen möglichst schnell runter, vielleicht schütteln wir ihn ja früher ab. Und ich würde gerne hier einfach irgendwo springen und dann eine riesen Strecke abkürzen können. Das wäre toll. So, du mach mal irgendwas, dass wir an die vorbeikommen. Ah, das ist okay. Hier rum. Darum. Runterrutschen. Gerade Strecke laufen, da müssen wir auch keine Kristalle mehr schmeißen. Genau da. Warum hat er gesagt, gleich fällst du tief? Da wo stand, gleich fällst du tief, da fiel man nicht. So, also Knubbel. Bei dem Knubbel hat man vorher so leicht gerutscht. Ich weiß nicht warum. Ich gehe einfach mal weiter links. Nein, 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 nein. Okay. So, Knubbel. Vom Knubbel aus springt man hier runter. Darauf und in die Richtung. Ich wurde vorher abgelenkt durch diese kleine Höhle da. Die ignoriere ich jetzt und laufe. Einfach den Schneeflocken hinterher. Ich sehe keine Schneeflocken. Ah doch, da ist eine Schneeflocke. Ist recht irreführend. Da? Ja. Boah, kann das Ganze nicht einfach eine komplette Fläche sein? Es scheint nicht mehr weit zu sein. Da drüben geht's wohl weiter. Da geht's drauf. Da geht's drauf. Ich sehe eher links von mir Schneeflocken, aber... Ich wette, hier ist ganz knapp vor Schluss noch ein Loch. Ja. Hier geht's rum. Jeden Millimeter jetzt ausloten. Okay. Gott. Heilige Mutter Gottes. Gut. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. Nun, da lebt was. Das, was lebt, kann töten. Ich will erstmal nichts mit euch zu tun haben. Ich will ein Leuchtfeuer, Jungs. Oh. Eine Auster? Kannst du bestimmt essen, wenn du willst. Au.
pariert mit seinem Kopf. Keine besonders gute Taktik, wenn man eine höhere Intelligenz entwickeln will. Aber das wollt ihr wohl gar nicht, hm? Aha. Nom nom. Okay. Oh, gibt's da Perlen drin? Funkeldidanit. Oh, sehr schön. Das ist definitiv eine Perle. So, Leuchtfeuer. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ja, gut, stimmt. Guck mal her. Was ich auch vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte, war den Ring zu wechseln. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es hier Funkeldidanit gibt, will ich das gar nicht mehr. Weiß auch nicht. Au. Dann wechsel mal auf Trank, genau. Und zwei gleichzeitig finde ich doof. Ah, so schnell sind die nicht, sehr gut. Zwei Hände. Oh, sie splitten sich sogar. Au. Ich wollte gerade sagen, die splitten sich sogar wieder auf, aber das war wohl nur Zufall. Ah! Eilung. Kaputt. Es ist schwer zu sehen, wann sie angreifen, wann sie blocken, wann sie einfach nur da sind. Oh, noch ein. Und noch ein. Ich glaube, ich bleibe hier eine Weile. Also, wir brauchten vor ein paar Folgen noch so 12 oder 14 Funkeltitanit, um die Rüstung auf plus 5 total zu bekommen. Das haben wir bald beisammen. Und danach... das Schild hatten wir, glaube ich, noch 5. Den Rest können wir gar nicht aufstufen. Wir brauchen bald keinen Funkeltitanit mehr. Das ist irgendwie doof. Ich würde gerne noch mehr ausrüsten und verbessern. Oh, der Splitter da sieht aus wie das Viech im Baum. Und das hier ist sehr, sehr verdächtig. Ja. Kristalle und Frequenzen sind keine so gut. Oh oh. Da bist du ja wieder. Du siehst sehr komisch aus. Und du bist wichtig, glaube ich. Schild? Nicht Schild. Genau, Schild. Noch irgendwas zum Kaputthauen? Hm. Okay. Ich sehe nichts für lauter Kristallen, aber ich kann ihn hauen. Das ist das Wichtigste. Schild hoch. Oh, ist das Fluch? Das sah gerade aus wie ein Flucheffekt. Heilung, 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 Heilung. Und ich sollte aus den Kristallen raus. Heilung. Der Kristallen raus ist gut. Hier sind überall Kristalle. Lalalala. Ich heile mich mal. So, Schild hoch. Mach mal irgendeine Attacke nach vorne. Ja, alles gut. So, hau. Warum treffe ich dich nicht? 2, 3. Okay, raus, raus. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Trink Trank. Bring einfach einen Trank. Bring noch einen Trank. Ah, es ist ein sehr komischer Kampf. Die Kameraführung ist noch schlimmer als bei den. Bring einen Trank. Bring noch einen Trank. Verflucht.
und tot. Aber er war fast tot. Problem ist nur... jetzt nochmal ein bisschen... Nein. Viel größeres Problem ist Erläuterungsstein. Ich habe bestimmt keinen. Ich habe bestimmt keinen Erläuterungsstein auf Vorrat gekauft. Wanderfluch. Nö. Okay, das heißt, wir benutzen jetzt mal... Haben wir Seelen? Wir haben eine ehrenwerte Ritterseele. Das ist nicht viel. Leuchtfeuer. Wir würden gerne weg von hier, weil ich weiß, wie ich einigermaßen schnell wieder zu ihm hinkomme. Wir würden gerne bei der Moosfrau oder in Neulondo. Die Tiefen war der Abgrund, ne? Ich guck mal kurz. Ich will in die Tiefen. Das sind die Untiefen. Nein. Altar des Grabesfürsten. Nein. Also ich will eigentlich nach Neulondo zu dem roten Spitzhut. Katakomben Giganten. Nö. Das heißt, wir müssen zum Feuerbandschrein. Ja doch, zum Feuerbandschrein. Und vom Feuerbandschrein uns durch die Stadt der Untoten schnetzeln. Die müssen wir gar nicht. Wir müssen zur Moosfrau. Okay, also wir schnetzeln uns einfach nur durch das Startgebiet hier. Gehen also zur Moosfrau, benutzen da die Batterie, also den ehrenwerten Typen. Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. Ja, ich weiß. It seems that he is still determined to find the famed Regal Archives in Anor Londo. And I have decided that I must search for him. Ihm geht's gut. Wir haben ihn befreit. Geh nicht suchen. Terrific to see us. And pray. Okay. Also läuft er jetzt seinem Meister wieder hinterher und wir müssen ihn wieder befreien. Wie sein Meister auch. Ich sehe da irgendwie ein Muster. Oh. Hallo. Typ da hinten. Au. Oh. Ja komm, warum nicht? Was machst du hier? Ach, du bist der, der den Tinne verkauft. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Bist du doch, oder? I'm afraid I don't see anything here. Ja, ist derselbe Typ. Generalschlüssel? Nein. Kristallzeug? Nein. Pfeile. Wir haben nur gerade nicht so viel Geld und das ist genau das... Oh nee, das ist neu. Golem-Helm, Golem-Rüstung. Ornstein-Helm, Ornstein-Gamaschen. Huh. Golem-Rüstung sieht gut aus. Der Körper des Eisengolems, Hüter von Sens alter Festung und Schlechter der Helden, die sich nach Anor Londo waden. Ohne sein Kernstück ist er nur ein Eisenklumpen. Er kann als massive Schutzrüstung benutzt werden, doch sein enormes Gewicht behindert die Ausdauerregeneration. Ist damit wirklich gemeint, dass man langsamer regeneriert oder braucht man einfach nur viel Belastung, um sie gut tragen zu können? So oder so teuer. Achso, und die andere Rüstung wollte ich mir mal angucken. Reden. Ja, kaufen. Das kannten wir schon. Ornstein. Die Rüstung des Drachentüters Ornstein, der die Kathedrale in der vergessenen Stadt Anor Londo bewacht. Ornstein gilt als Anführer der vier Ritter. Seine goldene Löwenrüstung ist durchtränkt von der Macht der Blitze und bietet halt guten Schutz gegen diese. Also die könnten wir theoretisch tragen, wenn wir gegen einen Blitzeschmeißer kämpfen. Na gut. Weg. Weg. Und spring. Ja, sehr gut. Gut, also den werden wir nur aufsuchen, wenn wir irgendwelche Bossrüstung sozusagen brauchen. Ich denke mal, wenn wir jetzt mehr Bosse töten, wird er auch mehr Rüstung bekommen. Also weil die Ornsteinrüstung und das andere Ding, ne? Ist schon verdächtig.
Und ich weiß gar nicht, wie teuer der Läuterungsstein war. 4000? 6000? Irgendwie so. Heißt, eventuell müssen wir noch töten gehen.